Wir haben schon des Öfteren darüber berichtet, dass Corona-bedingt auch die Kulturbranche am Boden liegt. Wie ein Mann, dem seine Schüler und die Chorlandschaft in der Schumannstadt am Herzen liegen, darüber denkt, das haben wir heute einmal bei Ulf Firke hinterfragt. Vielen ist der 60-jährige gebürtige Zwickauer als Lehrer und Chorleiter bekannt. Eigentlich hatten wir vor, uns am Schumann-Denkmal zu treffen, aber da hat uns das Aprilwetter einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurz entschlossen haben wir uns im Foyer des Zwickauer Rathauses getroffen. Eine schlimme Zeit, eine Zeit, die einen wirklich an die Grenzen bringt und herausfordert und die ihn auch in wirklich jeder Weise fordert. Wir sind natürlich alle zusammen froh, dass man, und das ist bei Musikern wahrscheinlich häufig so, übrigens auch bei Lehrern so, dass man sich natürlich hilft, ähnlich wie auch Sportler, mit denen sind wir ja auch immer sehr verbunden gewesen. Und dass wir natürlich im Moment gar nichts Kulturelles und Musikalisches tun können. Zwar probt das Theater, das wissen wir. Wir hatten ungefähr vor einem Jahr das letzte Sinfoniekonzert, wo wir auch noch mal mit Schülern drin waren. Wir haben keine Chorproben im Moment. Es gibt keine Möglichkeit, in der Schule zu singen. Aber es gibt natürlich noch andere Dinge musikalischer Art. Und da hilft uns tatsächlich die Technik, so wie sie euch wahrscheinlich auch hilft. So haben wir die Möglichkeit, digitalen Unterricht zu machen. Nun wird jeder, der es hört, natürlich sagen, wir wissen, dass es da Probleme gibt. Die gibt es natürlich auch, aber es gibt auch große Chancen. Und die kann man jetzt nutzen, soweit das irgendwie geht. Manches geht gut, anderes nicht so sehr. Ich fürchte, wir müssen insgesamt einfach nur geduldig bleiben. Seit dieser Woche habe ich manche Schüler zum ersten Mal gesehen. Ich bin jetzt am Käthe-Kollwitz-Gymnasium und habe dort sehr, sehr nette Schüler, die nun sich sehr freuen, dass sie wieder in die Schule dürfen. Diesen Fall hatten wir auch noch nicht. Es ist auch eine Premiere, dass Schüler mal gerne kommen in die Schule. Und wir müssen die Zeit nutzen und einfach das Beste daraus machen. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, erzähl bitte die Projekte, die du alle begleitet hast. Wir wissen ja, du warst früher im Gymnasium am Sandberg. Du hast schon erzählt, du hast jetzt gewechselt. Aber wir erinnern uns zum Beispiel an eine coole Kiste, das war die Carmina Burana. Ja, also ich muss mal eins sagen, ich bin jetzt 38 Jahre lang Lehrer hier in Zwickau. Es ist eigentlich eine fantastische Stadt. Es wird immer unterschätzt und manchmal auch schlecht geredet, aber was hier kulturell in den letzten, naja, quasi 30, fast 40 Jahren passiert ist, das war immer nicht nur bemerkenswert, sondern das war immer richtig gut. Und da möchte ich an erster Stelle meine Kollegen vom Theater nochmal erwähnen. Da muss ich mich herzlich bedanken bei den vielen, vielen Laienkünstlern, die uns immer begleitet haben, unzählige Solisten, aber auch die Sportler, zum Beispiel von den Fliegenden Sachsen bei der schon erwähnten Carmina Burana Produktion in der Lukaskirche. Da sind wir bei den Gemeinden, meiner eigenen Gemeinde, der Moritzgemeinde, beziehungsweise den Damen und Herren von der Lukaskirchengemeinde. Wir wurden immer unterstützt, aber auch hier, wir stehen ja im Rathaus hier in Zwickau, hier in der Stadtleitung hatten wir immer ein offenes Ohr und große Unterstützung, sowohl materiell als auch ideell wurden wir immer unterstützt. Und ich habe mich gestern mal mit meiner Mutter unterhalten, die 85 ist und noch Zeuge, als Kind Zeuge des Kriegsendes gewesen ist. Zwickau hatte ja das große Glück, dass es verschont von Bomben geblieben ist, weitestgehend. Die hat mir gesagt, so eine ähnliche Zeit kennt sie. Wir kennen das alle nicht. Und wir sind über viele Dinge sehr verärgert und sogar frustriert. Aber sie hat Folgendes gesagt, ab 1943 gab es so viele Kriegstote, dass die Theater, die Kinos und die öffentlichen Gaststätten geschlossen wurden. Es war so eine Art dauernder Trauerzustand angesagt worden. Die Leute konnten nicht mehr raus, für junge Leute, auch für Kinder sehr schwer. So geht es meinen Schülern jetzt auch. Als es aber dann vorbei war, und man muss sich mal vor Augen führen, was das für ein Ende war dieses Krieges, wo die Leute aus ihren Löchern wieder rausgekrochen kamen und nicht wussten, erstens, wie sie satt werden, zweitens, ob sie den nächsten Tag noch erleben, denn das Ende des Krieges war ein großes Chaos. Da haben die gefeiert. Die hatten überlebt, die hatten es geschafft. Und ich erhoffe mir
von der Zeit, die irgendwann, und so viel ist wohl sicher, wiederkommen wird, dass wir ohne diese Dinge auskommen, ohne Angst haben müssen, uns anzustecken, einfach wieder uns zusammenfinden, unseren schönen Weihnachtsmarkt wieder sehen können, besuchen können, vielleicht auch bespielen können, dass wir wieder ins Theater können, in die neue Welt, ohne Angst in unseren Kirchen und Gemeinden wieder musizieren können, mit den vielen, vielen guten Partnern uns einfach wieder treffen und wieder das machen können, was wir am liebsten tun und was wir auch in den letzten Jahren in sehr, sehr vielen Projekten, die du erwähnt hast, Mandy, sowohl auf der Theaterbühne mit Musical-Produktion als auch mit großen klassischen Produktionen in der neuen Welt oder in den Kirchen einfach wieder vors Publikum gehen können, um zu zeigen, wir sind noch da. Viele meiner Musiklehrerinnen und Musiklehrer haben große Angst, dass die Chöre wieder aufleben. Gerade in den Schulchören haben wir natürlich immer eine große Fluktuation, das liegt Natur der Sache. Ich bin selber Chorleiter an der Westsächsischen Hochschule. Auch die Studenten sitzen jetzt alle immer nur vor ihren Computern und sind teilweise einsam und teilweise frustriert, weiß ich aus vielen Gesprächen. Und ich kann die Leute immer nur wieder vertrösten und sagen, lasst euch impfen, lasst euch testen, guckt nicht so viel Radio, Fernsehen, lest nicht so viel Zeitung, dass ich das gerade im Medium sage, ist ein bisschen komisch, sondern seht zu, dass ihr eure Liebsten und euch selber schützt. Irgendwann ist es vorbei und wenn sie alle durchgeimpft sind, können wir uns auch wieder treffen. Und ich darf dir sagen, es ist schön, mit so positiv denkenden Menschen ins Gespräch zu kommen. Dir auch alles Gute, halte durch und gib diese Botschaft natürlich auch an deine Schüler und alle anderen weiter. Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, das zu sagen.